Yes, Alter! Damit besiegen wir es. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Danke für die positive Resonanz auf das letzte Video. Hat euch wohl sehr gefallen, wie wir zusammen gekocht haben. Ich glaube, der eine oder andere konnte es auch leicht nachmachen. Von daher dachten wir uns, ab jetzt, jede Woche versuche ich ein Rezeptvideo zu machen. Natürlich, wie mein Vater auch Zeit hat, wie er Bock hat. Er kommt auch auf dich drauf an. Genau, heute machen wir etwas ähnliches wie Iskender, so ein bisschen aber auf unsere Art und Weise. Iskender ist im türkischen Bereich. Das ist vom Drehspieß, also vom Dönerfleisch, was man dann abschneidet mit Joghurt drüber und mit warmer Butter. Aber wir machen es so ein bisschen auf unsere Art und Weise. Wir nehmen dafür nicht Dönerfleisch, sondern Entrecot. Entrecot ist vom Rind. Ja. Und es ist ein gutes Stück vom Rind, soweit ich weiß. Enthält auch Fett wegen dem Geschmack. Wegen dem Geschmack, okay. Was brauchen wir alles dafür? Kommt mal rüber. Wir haben ganz normalen Naturjoghurt. Naturjoghurt. Wir haben kleine Zwiebeln. Wir haben kleine bis mittelgroße Tomaten. Wir haben 4-5 scharfe Paprika, 2 Zitronen oder eine Zitrone halbiert, Knoblauch 3-10 und Entrecot, wie gesagt, das ist das Fleisch. Wir brauchen Brot am Ende und Gewürze und das andere weiß ich nicht, was das muss mein Vater danach erklären, das weiß ich gerade nicht. Genau, von daher, ich würde sagen, wir fangen an. Viel Spaß mit dem Video, was Liebe da und let's go. First Step als allererstes. Machen wir Ofen an. Ofen an, okay. Vorheizen auf 230 Grad circa. Oberhitze, Grill und Umluft. Komm mal ganz kurz, damit wir auch die Leute, damit die mal sehen, was genau das für ein Zeichen ist. Weil ich glaube, viele wissen es immer nicht. Genau, 230 Grad. Richtig. Du kannst mir erstmal das Fleisch schneiden in Streifen und in Würfeln. Du sagst in Streifen? Streifen, ist ein dicker. So? Ja. Da merkt ihr auch schon, das Fett, viele mögen es nicht. Ich glaube, der Metzger hat auch schon viel abgemacht. Das ist einfach für den Geschmack sehr, sehr wichtig und viele mögen es auch, viele mögen Fett. Ich weiß, dass mein Vater das auch sehr mag. Und ein bisschen kleiner. Noch ein bisschen kleiner? Die auch? Okay. Also immer die Hälfte. So, schau mal. Ja, so ist gut. Dieses Gericht ist wirklich ganz, ganz, ganz simpel. Aber ich wollte mal, dass es sehr simpel ist. Du musst eigentlich nur schnippeln, ein bisschen Gewürze. Aber kommt darauf an, was für Gewürze du nimmst, in den Ofen und das war's auch schon. Wenn das Fleisch fertig geschnitten ist, schütt erstmal hier rein, oder? Genau. Machen wir hier rein. Fleisch fertig. Genau, Zwiebeln werden einfach nur ganz normal einmal halbiert. Schau mal, ich mach das mal hier rein. Genau. Zwiebeln, Fleisch, alles zusammen hier rein. Können wir das mal lassen. So, Tomaten. Natürlich alles schon gewaschen. Nicht, dass jetzt die Leute hier schreiben, ja, habt ihr die Tomaten nicht gewaschen und so. Doch, haben wir schon vorgearbeitet. Was machen wir jetzt? Wir würzen erstmal. So, wir haben hier einmal Salz. Das machst du immer alles nach Gefühl, ne? Nach Gefühl, ja. Die Portion, wie viel Entrecot haben wir geholt? Das ist ein Kilo. Ein Kilo Entrecot, ich glaube mal, das Gericht ist so für 3 bis 4 Leute, würde ich sagen. 4 Personen. 4 Personen, genau. Paprika edelsüß. Jetzt kommt das Geheimnis, 7 Gewürze. Oh, Pfeffer schwarz da drin, Kardamom und noch andere Gewürze, aber das Gewürz heißt 7 Gewürz. Von daher, das könnt ihr einfach auch kaufen, das heißt 7 Gewürz. Kommt auch circa so nach Gefühl. Zitrone. Eine halbe oder eine ganze? Nein, eine halbe nur. Eine halbe, okay. Öl. Weißt du, an was mich das erinnert? Weißt du, wie die das machen? Die Türken machen das auch sehr gerne in dem Topf, was sie dann am Ende kaputt schlagen. Da machen die alles rein, mit Butter. Ja, das stimmt. Und dann schieben die das in den Ofen rein, wo der Ofen so offenes Feuer hat. Und dann schlagen die das kaputt und dann schütten die das aus. In einen Ton, ja. In einen Tontopf, genau. Genau. Essig. Essig. Apfelessig oder? Kann man sich selber aussuchen, was für Essig. Und dann werden wir die erstmal mischen. Und schön verteilen. Die werden erstmal gegrillt hier. Noch 5 Paprika hier, scharfe. Wer gerne Paprika isst. So, genau. Jetzt im Ofen rein. Wie lange? Für ca. 25 Minuten, eine halbe Stunde. Das ist ein großer Ofen. So, Joghurt. Joghurt. Der kommt nämlich
nicht im Ofen, sondern danach. Danach zum Schluss. Kommt der Joghurt, auch nach Gefühl Salz. Ich mache mal so wie ich jetzt. Ich mag eigentlich auch Salz, aber man darf sich auch nicht übertreiben. Knoblauch. Genau, die 3 Zehen. 3 Zehen Knoblauch. Ja. Das verteilt sich, was in Ordnung. Essen nur 4 Personen, nicht nur einer. Ja, das stimmt. Also das ist so wirklich, das ist ja wie Iskender Joghurt, ne? Obwohl die benutzen nicht so viel Knoblauch. Das ist wie vom Mante. Richtig. Wie vom Mante. Wir machen es noch nicht, das brauchen wir am Ende. Wir werden am Ende Pinienkerne, die kann man beim Töten, kann man auch bei Lidl und Aldi und sowas kaufen, glaube ich. War tiefgefroren. Die werden wir mit Butter, wie viel Butter? 1 Esslöffel oder ein bisschen mehr als 1 Esslöffel. Halbe Butter. Bereiten wir aber nur vor, packen wir nur noch mal rein und das kommt zum Schluss. Umso mehr, umso besser. So. Yep. Das lassen wir aber weg. Jetzt warten wir, bis das Fleisch fertig ist und dann geht's weiter. Eine Ewigkeit später. So Leute, so sieht's jetzt ungefähr nach. Oh. So sieht's jetzt nach 15 Minuten ungefähr aus und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es riecht. Saftig, frisch und einfach nur lecker. Die Butter mit den Pinienkernen ist vorbereitet, Brot ist vorbereitet und Joghurt. Wir warten jetzt, bis das Fleisch fertig ist und dann machen wir weiter. So, nach 17, 18 Minuten, aber nach Gefühl, müsst ihr mal reinschauen, müssen wir das Ganze einmal wenden. Und es sieht aber auch schon sehr, sehr gut aus. Uff, das sieht super aus. Ich würde jetzt denken, als Anfänger, das ist schon fertig. Nein, wir brauchen ein bisschen. Wir brauchen noch ein bisschen, okay. Also es wird das Ganze durchgemischt, umgedreht. Ihr könnt schon sehen, der ganze Saft und alles. Sieht aber sehr, sehr gut aus. Ein bisschen brauchen die noch. Wie lange muss es jetzt noch in den Ofen? 10 Minuten brauchen wir ungefähr. 10 Minuten noch? Okay, und dann geht's weiter. Noch besser natürlich ist, wenn ihr anstatt Entrecot Filet nimmt. Entrecot ist halt so ein bisschen die günstigere Variante, sage ich jetzt mal. Ja, und vom Geschmack ist halt auch noch ein bisschen anders, weil da ein bisschen Fett dran ist. Ich glaube, das gibt dem Ganzen nochmal, ja, einen anderen Geschmack, so ein bisschen andere Flavor. Aber wie gesagt, mit Filet, ja, für die Fleischkenner, Filet ist halt das beste Stück vom Rind. Deshalb. So Leute, circa nach 25 Minuten ungefähr nehme ich jetzt das Blech und pack das eine Stufe runter, weil das Fleisch auch langsam, das merkst du, ein bisschen braun geworden ist und sowas. So, jetzt packe ich eine runter. So, und oben packen wir jetzt das Brot hin, weil wir das gleich brauchen werden. Das wird jetzt reingepackt, vorgewärmt und wird danach hier geschnitten. Und das kommt dann über das Fleisch, über den Gemüsefleisch. Brot, wie gesagt, Fleisch insgesamt ungefähr 25 Minuten drin. Nach 15 Minuten, 20 Minuten wendet ihr es einmal oder vermischt es einmal. Sonst insgesamt ist das Fleisch ungefähr 25 Minuten drin. Brot ist jetzt oben und ich werde jetzt das Brot, ihr müsst immer ab und zu mal gucken, immer mal anfassen und gucken, ob es schön knusprig ist, weil das Brot wird auch einmal noch gewendet. Und ja, dann kommt der ganze Rest. Pinienkerne und Butter. Anraten wir, wie nennt man das? Zergehen lassen. Aber nicht so wie beim Mante, da kommt jetzt kein Tomatenmark oder sowas rein. Könnte man sogar auch machen. Oder Paprika. Oder Paprika. Ist ja Geschmackssache. Ich würde sogar sagen, wir machen ein bisschen Paprika, okay? Bisschen Paprika. Wenn man anbraten, aber an. Leider fettig und leider wird man auch. Musst du Sport machen, weil sonst wird es schwer, aber gerade so Butter oder Fett angebraten, guck dich das mal an. Guck dir das mal an. Boah, sieht einfach super aus. So, das Brot guck ich mal nochmal an. Ja, ich glaube, das ist auch knusprig jetzt geworden. Nochmal. Das sieht gut aus, das passt. So, wir sind auf den Endspurt, aber ich mache noch ein bisschen mehr Paprika rein. Sehr, sehr leckeres Gesicht und so simpel. Ich versuche euch wirklich Schritt für Schritt, damit es wirklich ganz, ganz leicht ist, für jeden nachzumachen. Das ist ja wirklich ganz, ganz simpel und das ist auch gutes Kochen. Damit könnt ihr jede Frau beeindrucken, wenn sie zu euch kommt und auf einmal ist da so ein Auflauf mit Fleisch und Gemüse und Zwiebeln und keine Ahnung was. Dann tischt ihr auf einmal da auf. Denkt ihr so, hä, was geht denn jetzt ab? Super. Ich sage es gerade einfach alles nur, mein Vater kann nicht da sein, er hört mich gar nicht. Brot nach 10, ja, 5 bis 10 Minuten so, wa?
wenn es knusprig ist, wenn es warm ist, wird vorgeheizt. Warm gemacht, besser gesagt. Boah, ist schön knusprig, ist schön warm. Und wenn es jetzt hier nicht perfekt ist, Leute, ist gar kein Problem, weil es wird sowieso, kommt sowieso dort rein. Von daher ist es gar kein Problem, wenn jetzt nicht alles die perfekte Größe hat. Sollte halt ein Würfel sein, ungefähr. So wie hier. Das braucht noch ein bisschen, weil wir wollen, dass es am Ende dieses Knistern, wenn man es auf den Joghurt drauf macht. So. So. Das wird jetzt auf Teller verteilt. So, gleich fertig. Nebenbei wird es nochmal erwärmt oder erhitzt. So, ich werde das hier nochmal umgerührt. Mit dem Saft auch, ne? Genau. So, jetzt kommt der Joghurt. Und jetzt Butter. Jetzt kommt die heiße Butter mit dem Pinienkern. Das ist es. So sieht das Ganze hier aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Wir lassen es jetzt schmecken und sagen euch dann, wie es schmeckt. Mein Papa und ich haben es jetzt fertig gemacht. Also aussehen tut es 10 von 10. Aussehen ist es 10 von 10, aber es muss natürlich auch schmecken. Ne? Genau. Bismillah, ja, Sahtel, Afiat und guten Appetit. Mmh. Perfekt. Warum aber? Der Saft von dem Fleisch, du merkst das. Von dem, wie es drin war, das schmeckst du raus. Von dem Fleisch und auch das Fett ein bisschen. Mmh. Mit den Gewürzen und. Mit den Gewürzen. Und Joghurt. Aber Joghurt mit Knoblauch. Oben die Butter drüber. Sehr, sehr lecker. Top, wirklich. Das war's für heute mit dem Rezept. Ich hoffe, es ist jetzt einfach nachzumachen. Und ja, lasst Liebe da, kommentiert das Ding, lasst ein Follow da und nächste Woche sehen wir uns wieder mit einem neuen Rezept. Ciao, ciao, macht's gut.